Wie man schön sieht, habe ich auch diesmal alles vorbereitet. Denn ich habe ja jetzt mal erfahren, wie man das Fenster hier reinkriegt. Kreuzzugmarsch, kämpfst du doch auch gegen Ratte, Schwein, Wolf und Co. Echt? Ist das so? Habe ich dann doch nicht die falsche Erinnerung gehabt, dass die Crusader drin waren? Plus 25 im Kreuzzugsmarsch, 2 aber ohne Story. Ja, du kämpfst gegen die, aber das ist doch was anderes. Seid gegrüßt, Sire. Die Wüste erwartet euch. Hallo. Also der Kreuzzugmarsch, das hier. Mission überspringen? Moin Martin! Du warst gar nicht da, als ich die Frage gestellt habe. Ich habe gefragt, wie war das Grillen? Sultan Abdul. Doch, doch, schon. Ich wollte nur gerade mal was überprüfen, weil Siavo meinte, dass man im einem Stronghold Crusader auch gegen die Ratte, den Wolf und sowas spielt. Ich glaube, als Charakter ja, aber die Story nicht. Hätte ich auch Siavo fragen können. Habe ich doch gemacht. Seid gegrüßt, Sire. Eure Feste erwartet euch. Ich habe ja gesagt, ich könnte auch Siavo fragen, aber ich wollte dann frage ich aber doch mal lieber den, der gegrillt hat. Oh, 50? Habe ich gerade nicht zuge... Warum sollte man mir auch zuhören? Erster Akt, das gefallene Königreich. Kaum war der König mit seinen Mannen in das Land der Barbaren einmarschiert, kam das Gerücht auf, er solle durch eine Verschwörung vom Thron gestoßen werden. Tatsächlich wurde er bald gefangen genommen und kurz darauf begann auch schon die Invasion in sein Land. Einige Edelmänner im Dienste des Königs, darunter auch euer Vater, versuchten das Blutvergießen zu beenden, wurden jedoch auf dem Weg zu den Verhandlungen von einer Bande unbekannter Halunken massakriert. Auch ihr selbst wurdet in einen Wald auf einer Halbinsel zurückgedrängt, in dem sich eine kleine Truppe loyaler Männer versteckt hält. Ist das Land auch verloren, so könnt ihr von dieser Zuflucht aus zumindest den Tod eures Vaters rächen. Ich finde immer noch, dass der Apfel, der da unten in der Ecke liegt, der sieht nicht lecker aus. Ich sage, wir schlagen sofort zu. Jetzt ja genau, die Story meine ich. Nein, bloß nicht. So führen wir die paar Männer, die wir haben, wie die Lämmer zur Schlachtbank. Wir brauchen Zeit, um unsere Kräfte zu sammeln. Unsinn! Ich werde mit 6 meiner besten Männer im Schutze der Dunkelheit in das feindliche Gebiet vordringen und... Nein, nein, so hört doch! Unsere Männer sind kurz vor dem Verhungern. Wir sollten Folgendes tun. Ja. Die Debatte zieht sich bis tief in die Nacht und schließlich nimmt euch Lord Woolzack zur Seite. Woolzack. Sir Longarm sagt, er habe euren Vater gut gekannt. Deshalb will ich euch die Gelegenheit geben, euch zu beweisen. Ihr werdet das erste Kommando übernehmen. Das Feuer löst Nostalgie-Flashbacks aus. Extra viel Käse herstellen löst alle Probleme. Schafft nur Laktoseintoleranz im Volk. Glaube ich. Schafft Güter heran. Ihr werdet gebraucht, um den Aufbau eines Basislagers von ausreichender Größe zu überwachen. Sucht zuerst eine passende Lichtung und beginnt dann mit der... Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Oh ja. Das ist...
Davon abgesehen, hier funktioniert das Steuerkreuz in Crusader nicht. Das ist auch der Look, den ich aus Stronghold besser finde. Crusader ist ja alles in Sandstein, Sand auf Sandstein. Das hier ist dieses britische Grünwald. Ach, schön. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Ah, ist das schön. Äh, 20 Fleisch, ne? Hauptsache, wir haben schon 18. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Die Burgen sehen auf Grün auch viel besser aus. Vor allen Dingen sind die Burgen hier nicht in dieser, wie gesagt, in dieser Sandsteinfarbe, sondern die sind ja auch grau. Ja. Generell. Aber jetzt mal Martin. Was gab's denn? Was hast du gegrillt? Was habt ihr gegrillt und was gab es? Du musst mir doch aus der Quarantäne wenigstens die Freude machen, mir zu erklären, was man so machen kann bei dem schönen Wetter. Außer auf dem Balkon sitzen. Das ist so ein hübsches Spiel, Freunde. Wir benötigen Holz. Wir haben nicht genügend... Eine Botschaft von eurem Informanten. Man hat Spuren von Tieren in der Umgebung ausgemacht, Sire. Zum Beispiel das. Das gibt's in Crusader so gar nicht mehr. Dass dann auch hier Bilder... Also, dass hier ein Bild vom Informanten kommt. Da kommt zwar dieser komische Ritter, aber das... Ich liebe es. Just loving it. Na gut, wir müssen jetzt eigentlich nur noch warten. Ach, Freiwild-Vegane. Das übliche alles von Steak bis Garnelenspieße. Ach, Martin, ich warte immer noch auf die Einladung. Nur das weißt du, oder? Ich warte immer noch auf die Einladung. Guten Morgen. Eine Botschaft von Radegunde Landshaber. Die Kundschafter melden Wolfsrude, die sich der Burg nähern. Wir müssen die Vorräte einlagern. Wir müssen gar nichts, wir haben gewonnen. Wir sind siegreich, Sire. Also zum Holzhacken ist diese Axt hier ungünstig. Während die Männer mit vereinten Kräften die kostbaren Vorräte in den Kornspeicher schleppen, reiten Sir Longarm und Lord Woolsack in das Lager. Gute Arbeit! Gar nicht schlecht für das erste Mal. War nicht mein erstes Mal. Nein, nein, nein! Oh, der Narr hat das Lager inmitten eines Wanderpfades von Wölfen aufgestellt. Umso besser! Das verschafft den Männern die nötige Übung für unseren geplanten Schlag. Jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als einen Kundschafter auszusenden, um einen geeigneteren Standort zu finden. Die Ländereien des Schweins. Neutrales, neutral. Das ist die Schlange. Das ist das Schwein. Das ist die Ratte.
neutral und hier ist der Wolf. Ich weiß, dass am Ende der Großteil Wolf ist und wir den Rest haben. Wir nehmen oben, damit wir die Ratte hier angreifen können. Wobei ich noch gar nichts... muss gar nichts auswählen. Die Namen... Ratte, Schwein und das Wolf. Das Lager hat Tag für Tag mehr mit den Wölfen zu kämpfen und ihr ständiges Heulen raubt den Männern den Schlaf. Die Lage droht außer Kontrolle zu geraten, als Lord Woolsacks Kundschafter zurückkehrt. Kurz darauf werdet ihr ins Zelt der Befehlshaber. Hier, schaut euch mal den Apfel an. Der ist nicht lecker. Sir Longarm hat mich überredet, euch eine zweite Chance zu geben. Wir haben die verfallenen Überreste einer Palisade gefunden. Die Wölfe sind in diesem Land im Winter eine regelrechte Plage. Also sollten wir die Palisade schnellstens wieder aufbauen. Okay. Diesmal dürft ihr nicht versagen. Haltet also die Augen offen. Um die Sicherheit eurer Männer zu gewährleisten, das wird auch noch schwer, müsst ihr die verfallene Palisade erneuern, ehe der Winter einbricht. Alright. Wenn ein Wolf eure Bauern bedroht, setzt die Bogenschützen ein. Lord Woolsack. Nicht Woll, sondern 2 O. Ist ja Woolsack und Langarm. Hallo alle, wie geht's? Mir geht's super. Also, Corona ist quasi jetzt vorbei. Quarantäne noch bis mindestens Mittwoch. Das heißt, wahrscheinlich darf ich Donnerstag wieder das Haus verlassen. Wie geht's dir, Ikarus? Platziert euren Kornspeicher, Sire. Was macht das Leben in Spanien? Okay, ich glaube, am besten platziere ich den hier. Okay, haben wir einen Holzfäller? Wir haben keinen Holzfäller. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Okay. Das heißt, das Erste, was wir machen mit Holz, ist uns einen Jägerstand bauen. Donnerstag Party. Wool ist doch Wolle, oder? Wool ist Wolle, ja. Also von der Art und Weise wäre es Wollsack. Das ist richtig. Corinna ist immer noch am Nerven. Ja, mich nicht mehr. Meine Freundin, die hat jetzt Fließschnupfen. Also... der läuft quasi die Nase wie Wasser die ganze Zeit. Das ist aber hoffentlich morgen vorbei, weil das wäre das gleiche Symptom, was meine Mutter auch hatte. Vor einigen Wochen. Okay, wir brauchen tatsächlich einfach nur Jäger und Holzfäller. Ja. Wir benötigen Holz. Okay, so. Wir benötigen Holz. Es gibt nur so ein komisches und so ein komisches. Dann nehmen wir lieber das hier. Wir benötigen Holz. Ja. Sobald wir 10 haben, wird das hier gemacht. Nichts Neues, Ostern vorbei. Bin was länger bei meinen Eltern. Von eurem Informanten. Wenn ich Spezialisten im Krankenhaus im Dorf habe. Wegen deinem Zahn oder weswegen? Wölfe greifen an, my Lord!
Slash. Der Witz ist, wir können keine Bogenschützen bauen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Wow. Aber wie zur Hölle wehre ich denn jetzt Wölfe ab? Gar nicht. Okay, wir müssen noch Fleisch sammeln. Dann sammeln wir noch Fleisch. Ich habe ihn bei einem öffentlichen Psychologen bekommen, okay? Muss der fette Burke mal die Axt in die Hand nehmen. Och, selber arbeiten? Das ist doch adelig. Selber arbeiten. So ein Aufwand. Das ist das erste Stronghold. Yes, das erste. Denn, ja. Ich finde es optisch schöner und gleichzeitig ist die Story interessanter. Eine Botschaft von eurem Informanten. Da kommen sie wieder, Sire. Wölfe greifen an, my lord. Los, Attack. Slash. Und nochmal. Slash, Slash, Slash. Wir haben gewonnen. Sieg. Aber das war so Peasants, richtig. Zumindest konntet ihr eure Aufgabe zur Hälfte erfüllen. Wie zur Hälfte? Gut gemacht. Unsere Männer sind in Sicherheit und wir können einen Jagdtrupp in die nächste Grafschaft aussenden, um die Wölfe dort auszurotten. Wieso denn zur Hälfte? Ich fürchte, das ist unabdingbar. Aber wir müssen behutsam vorgehen, denn die Grafschaft ist nahe der Grenze zum Feind. Mission 3. Wolfsjagd. Wir brauchen euch, um einige neue Rekruten in der Kunst des Bogenschießens zu unterweisen. Der hat echt viel Schnurrbart. Die Wölfe paaren sich in der nächsten Grafschaft. Findet ihre Schlupfwinkel und löscht sie aus. Entweder sie oder wir. Sucht euch eine Erhebung und befestigt euch dort mittels Turm und Vorburg. Herzog Depuis lässt neuerdings in der Gegend patrouillieren. Ihr müsst um jeden Preis verhindern, entdeckt zu werden, denn wir haben einem Angriff nichts entgegenzusetzen. Wenn ihr die Ratte vor mir zu Gesicht bekommt, schlitzt ihn für mich auf. Okay. Rattet die Wölfe aus. Eine Befestigung mit Turm und Vorburg und verstärkt diese mit zusätzlichen Türmen. Beginnt sodann mit der Herstellung von Bögen. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Könnten wir hier oben draufsetzen. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Eine Botschaft von eurem Informanten. Wir sollten uns sputen. Diese Wölfe sind überall. Gut. Waffenkammer, Holzunterkünfte, Holzwall. Das mit dem Burgherr mal die Axthand nehmen. Gab Witcher 3 Vibes. Wir benötigen Holz.
Okay. Das sind die Wölfe, die wir auslöschen müssen, ne? Hier die. Nur mal so zum Testen. Nur mal so zum Testen. Wölfe greifen an, my Lord. Dass der auch... Also der Burgherr... Oh, der hat aber auch Leben verloren. Okay, so viel Leben hat der gar nicht. Guck mal, wie wenig Leben der nur hat. Da gibt es kein Command heute, um zu sehen, wie oft wir benötigen Holz gesagt wurde. Nee, gibt's noch nicht. Meine Vermutung ist oft. Oft, oft. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Apropos Holz. Damit das nicht irgendwann in Probleme läuft hier. Das ist nicht Age of Empires, wo der König super schnell war und einiges dauert. Ja, ich glaube aber, das hat auch was mit der Mission zu tun. Ich glaube, in höheren Missionen halten die auch ein bisschen mehr aus, aber nicht viel. Kannst du mal den einen Wolf da töten, dann kann ich hier auch eine Palisade hinsetzen. Wölfe greifen an, my Lord. Hier greift Sire, niemand an. Die Pyssis Männer sind hier. Wir können nicht zulassen, dass sie unsere Position verraten. Hä? Ah. Epische Musik hier, Freunde. Hä? Man rückt dem Lord zu Leibe. Ich hätte wahrscheinlich erstmal ein paar Bogenschützen machen sollen, bevor ich... Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Wölfe streifen umher, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Upsala. Der Lord wurde ermordet. Ihr seid besiegt. Und da dieses komische Grinsen. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Platziert euren Kornspeicher, Sire.
Eine Botschaft von eurem Informanten. Wir sollten uns sputen. Diese Wölfe sind überall. Ich gebe mein Bestes. Das ist die dritte Mission? Ja, ich spiele ja auch ein bisschen entspannt, ne? Ich denke noch nicht viel drüber nach, was ich hier tue. So. Wir benötigen mehr Holz. Man könnte ja auch mal gucken, ob man einen Multiplayer macht. Martin. Ich vermute mal, in der Steam-Version dürfte das wahrscheinlich sogar gehen. Wir benötigen mehr Holz. Wir benötigen Holz. So, Holz. Holz, Holz, Holz. Ja gut, die sind jetzt gerade sich am Langweilen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. So, wir warten mal, bis die sich was geholt haben. Nochmal was davon. Noch ein Jäger. Dürfte wahrscheinlich reichen. So. Markt gibt's noch nicht. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Rücken aus. Und ich hab's gekauft. Bin zur Stelle. Also es kostet ja auch nur 4 Euro, glaube ich, ne? Also da kann man sein Geld deutlich schlechter investieren. Wir benötigen Holz. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Ja, wir brauchen aber ein bisschen Geld. Vampire Survivors, ja. Definitiv. Sire, die Püsses Männer sind hier. Wir können nicht zulassen, dass sie unsere Position verraten. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Ein weiter Weg. Ein weiter Weg. Das ist leider nicht möglich. Piu. Hä? Nur ob die weit schießen können, was glaubt ihr? Leider nicht möglich. Pfeile bereit. Mein Bogen ist euer. Das ist leider nicht möglich. Man rückt dem Lord zu Leibe. Eine Botschaft von eurem Informanten.
Die Wölfe streifen umher, Sire. Bin zur Stelle. Wölfe greifen an, es Major. Werden Waffen benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Bogen gespannt. Ja, das schaffen wir, auch wenn jetzt natürlich einige sterben. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Gut, gut, gut. Eure Beliebtheit sinkt. Mein Bogen ist euer. Holz haben wir genug. Nahrung könnten wir wahrscheinlich ein bisschen Nachschub gebrauchen. Mein Herr, Rücken aus. Eure Bin Befehle? Zur Stelle. Ja. Sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Okay, das ist echt lang. Das dauert lange, bis die hier was herstellen. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Total verpeilt ist, dass es unter 5 Euro war. Ist Stronghold 2 denn gut? Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Oder meinst du mit Stronghold 2 Crusader? Mein Herr? Visiere an. Ziel angepeilt. Machen wir die Wölfe mal platt. Die guten englischen Langbogenschützen hier. Kassam. Bogen gespannt. Ich wollte gerade sagen, Dick. Glücklicherweise überlebten die Kundschafter der Ratte nicht lange genug, um unsere Position kundzutun. Aber es kann nicht lange dauern, bis man sie vermisst. Sehr gut.